It's me, Mario. Hallo. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und willkommen zu Let's Play Super Mario 64 HD. Wir haben schon einen Hack behandelt, nämlich Super Mario Star Road, aber noch nie das Original gespielt. Jeden Tag denke ich mir, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Wann bringst du das Spiel endlich? Und jetzt ist es soweit. Aber nicht so, wie es schon hunderttausendfach auf YouTube verfügbar ist. Nein, von mir gibt's mal wieder was Spezielles, was der ein oder andere gute Let's Player bereits gemacht hat. Nämlich Super Mario 64 in HD-Texturen. Wir haben das ja auch schon bei Ocarina of Time gemacht, das sah größtenteils richtig geil aus. Und hier bei Mario 64, was eh schon ein Meilenstein ist, auch hier wird es wieder moderner wirken und für ein besseres Spielgefühl sorgen. Ihr seht es ja schon hier im Hintergrund, dass hier einiges verändert wurde. Es ist alles jetzt mehr oder minder in HD, schärfere Texturen. Ach, seht einfach selbst, es ist zum Abfeiern. Ich freue mich richtig auf dieses Let's Play. Ich selbst habe es mit diesen Texturen noch nie durchgespielt, habe aber schon von Caleb einiges gehört und auch schon ein anderes LP von einem bekannteren YouTuber gesehen, was mir sehr gut gefallen hat, und ich versuche etwas ähnlich Gutes auf die Beine zu stellen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit Super Mario 64 HD. Dear Mario, please come to the castle. I baked a cake for you. Yours truly. Princess Toadstool. Peach. Und jetzt haltet euch fest. Allein die Röhre. Epic. Nicht alles wurde verbessert, damit noch ein bisschen vom alten Flair übrig bleibt. Aber ich finde es so auf jeden Fall perfekt. Und selbst Mario hat nun ein klares Gesicht. Zwar nicht so wie auf den heutigen HD-Konsolen, aber ich denke bestmöglichst für den N64. Herzlich willkommen. Durch eine Warp-Röhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Benutze den A-Knopf zum Springen und den B-Knopf zum Schlagen. Hinweisschilder kannst du lesen, wenn du dich davor stellst und den B-Knopf betätigst. Der Analogstick dient der Steuerung, doch jetzt genug der vielen Worte. Auf zum Schloss! Ja, ich denke, zuerst sollten wir Marios Moves ansprechen. Und das wären zum einen natürlich Springen, der Doppelsprung sowie der Dreifachsprung, der jetzt nicht geklappt hat. So nämlich geht er. Dann kann er schlagen und einen Tritt machen. Er hat hier diesen Rutsch, Sprungkick, den Weitsprung, den Seitwärtssprung, eine Stampfattacke und den Wandsprung kann er auch. Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass das hier alles neu war. Denn Mario 64 ist das erste Mario 3D-Abenteuer, bei denen er nach Sternen greift. Es ist das erste Spiel, das so richtige 3D-Grafik hatte. Vom Jump'n'Run-Genre auf jeden Fall. Und Nintendo hat's vorgemacht, wie es sein muss. Und später mit Ocarina of Time auch in anderen Genres nachgezogen. Einfach nur perfekt. Genießt dieses Spiel, kann ich euch nur zu raten. Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lakitu Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach den Powersternen. Unser wagemutiger Kollege wird ihn auf dieser heilen Mission begleiten. Die C-Knöpfe dienen seiner Steuerung. Du kannst die Perspektiven beliebig verändern, sollte sich der Blickwinkel einmal nicht verstellen lassen, erklingt ein Warnton. Genauere Erklärungen hierzu werden wir euch zu gegebener Zeit mitteilen. Damit zurück zum Hauptfilm. Ja, also man sieht, Mario hat auch bereits einen Vertrag mit RTL, dass die das alles hier dokumentieren. Im Prinzip könnt ihr euch bei dem Lakitu und natürlich auch bei mir bedanken, dass ihr das hier sehen könnt, denn Lakitu filmt das Ganze und ist auch für die Kameraeinstellung zuständig, die man, wie gesagt, mit C verändern kann. Man kann hier in die Ego-Perspektive gehen oder auch rauszoomen mit Z direkt hinter Mario und das ein bisschen fokussieren. Natürlich ist die Kamera ein Problem des Spiels, aber nicht so schlimm wie bei anderen Nintendo-Spielen. Gut, Peach hat einen
Kuchen gebacken. Das tut sie des Öfteren mal, aber oft geht was schief. Auch diesmal. Offenbar. Und ich liebe diese Bowser-Lache. Meine Fresse, wie ich das als Kind abgefeiert habe und immer nachgemacht habe. Es ist so geil. Es ist so geil. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Hammermäßig. So, und jetzt zieht euch mal hier den Anfangsbereich ran. Das ist doch einfach nur episch, oder? Wie das verziert wurde. Vergleicht das mit dem Original und schaut euch das hier an. Zum Abfeiern. Ich liebe es. Aber was ist eigentlich passiert? Also, Peach wollte einen Kuchen backen, aber offenbar ist Bowser ihr zuvor gekommen und hat sie gekidnappt. Nicht nur das, er hat jetzt auch noch das Schloss übernommen und die Powersterne, die für die Energie zuständig sind und für die Sicherheit offenbar auch. Die hat er alle genommen und seinen Schergen gegeben oder irgendwo versteckt. Insgesamt gibt es 120 und naja, Mario braucht die Sterne, um gegen Bowser anzukommen. Wir sehen auf den Türen Zahlen und somit wird vorausgesetzt, dass wir die entsprechende Anzahl Sterne haben, sonst können wir nicht in die Tür rein. Aktuell gibt es, glaube ich, 2 Türen, die wir so schon betreten können, neben denen hier, aber die sind nichts wert, die da. Wir müssen nämlich hier rein. Das ist die Tür, die uns zum ersten Level bringen wird. In dem Raum ist nicht viel, bis auf bla bla bla, bla bla bla. Und das steht da wirklich. Nein, wir betrachten einfach mal näher dieses Bild hier. Und irgendwann mal wird man vielleicht auf die Idee kommen, dort reinzuspringen. Und man gelangt zum ersten Kurs. Bob Oms Bombenberg. Besiege den König Bob Om. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die von Bowser erbeuteten Powersterne findest du in den Wandgemälden. Sprich zuerst mit Buddy, der rosa Bombe. Drücke B, um dich mit ihr zu unterhalten. Sie und ihre Kolleginnen werden dich sicher unterstützen. Drücke B, um Schilder zu lesen. Mit A oder B kannst du die Nachrichten wegblättern. In anderen Kursen triffst du weitere Freunde, die dir helfen. Ja, rede ich mal mit euch. Was ist denn los? Das sind nämlich friedliche Bob-Oms. Bewege dich vorsichtig durch das Gelände, damit du kein Opfer der Wasserbomben wirst. Die gegnerischen Bob-Oms lieben den Kampf und erfinden immer neue Angriffsvarianten. Sie terrorisieren uns, seit ihr König den Powerstern in die Hände bekommen hat. Hilf uns, den Stern zurückzuholen. Gehe zur Spitze des Berges, um König Bob-Om zu finden. Kehre zu mir zurück, wenn es dir gelungen ist, ihm den Stern abzujagen. Viel Glück! Ja, der rechnet ja mit einem Sieg. Immerhin. Und du, was hast du zu sagen? Hallo, sei wachsam, du befindest dich inmitten einer Schlacht, aber ich gebe dir ein paar Tipps. Überquere die beiden Brücken und achte auf herunterfallende Wasserbomben. König Bob Omb ist äußerst gefährlich, lass dich nicht von ihm erwischen. Wir sind die wahren Bob Oms und werden dir helfen. Sprich mit uns, wann immer du möchtest. Die wahren Bob Oms? Naja, bleiben wir lieber bei den friedlichen Bob Oms, weil eigentlich kennen wir ja nur die Schwarzen. Das klingt jetzt so rassistisch, aber es ist so. Weil die Schwarzen, die wollen die Rosanen auslöschen und hier das Bob-Omb-Battlefield übernehmen. Das geht natürlich nicht. Mario hilft den lieben Bob-Oms. Aber sprechen wir noch ein bisschen über das Spiel. Super Mario 64 hat sich knapp 12 Millionen Mal verkauft. Das ist für den N64 richtig viel, vor allem für die Zeit noch. Und dann sollte man das auch noch mit den Verkaufszahlen des N64 vergleichen, weil der wurde ja, ja, jetzt nicht so oft verkauft, weil er dann später dann doch im Schatten der PlayStation lag. Der wurde, wenn ich mich nicht irre, so circa 33 Millionen Mal verkauft. Also so gesehen, jeder Dritte hat Super Mario 64 daheim liegen. Und dann gibt es ja auch noch die Remake-Version für den DS, die wir auch noch irgendwann behandeln werden. Aber jetzt erstmal hier die schöne HD-Version. Ihr habt natürlich schon hier einige Textures gesehen. Der Boden sieht super aus, das Gras sieht super aus, Bäume sowieso Knaller. Auch Baumstümpfe und die Kisten sehen geil aus. Selbst die Gegner, wenn ihr mal daran denkt, wie hässlich die eigentlichen Goomba so sind. Oder Marios Face. Ist alles super schön überarbeitet. Auch der Hintergrund, dort sieht man die Berge von Yoshi's Island. Hier dürfte ein
Teleporter sein, genau. Der gilt auch schon jetzt am Anfang. Aber wir laufen mal den normalen Weg, weil mich interessieren würde, wie der Kettenhund aussieht. Der dürfte auch überarbeitet sein. Es gibt in den Kursen übrigens immer Kanonen, doch diese sind am Anfang noch verschlossen. Wir müssen erstmal einen lieben rosa Bob Omb finden, der sich im Kurs versteckt hat, und der öffnet einem dann die Kanone. Hier gibt es natürlich mehrere, außerdem müssen wir noch einen bestimmten Fortschritt haben. Und den haben wir aktuell nicht. Boah. Boah, der sieht da richtig aggro aus. Heilige Scheiße, vergleich das mal mit der Pussy aus dem Originalspiel. Der hat ja richtig Blut im Maul. Was ich aber immer gerne gemacht habe mit dem Bob-Omb, wartet mal, ich muss mal kurz weiter weggehen, damit der Alte wieder erscheint. Oder kommt er nicht mehr? Hallo, wo ist der Bob-Omb hin? Ich habe den Bob-Omb nämlich gerne gepackt und gegen den Kettenhund geschmissen. Vor allem zu der Zeit, wo ich noch nicht wusste, wie ich den besiege, weil man kriegt dafür einen Stern. Ich habe den immer gepackt und gegen ihn geschmissen und dann BOOM! Und ich habe das so oft hintereinander gemacht, aber er wollte einfach nicht sterben. Wie man ihn wirklich besiegt, das seht ihr dann in einem späteren Part. Jetzt versuchen wir erst einmal den Berg hoch zu klettern. Hier wollte ich euch auch mal den Baumstumpf zeigen, der sieht super aus. Zwar ist es dann in den späteren Welten nicht mehr ganz so krass mit den Veränderungen, aber am Anfang schon. Genießt es einfach, selbst wenn ihr es vielleicht nicht mögt, weil es gibt ja doch immer einige Leute, die der Meinung sind, ja, alte Flair ist besser, aber nee. Ich bin der Meinung, das hier ist grandiose Arbeit, genauso wie bei Ocarina of Time, und das wird ein sehr, sehr schönes Let's Play mit einem sehr, sehr schönen Spiel. Gut, um da hochzukommen, müssen wir natürlich allen Gefahren ausweichen, wie uns die Rosa Bob-Oms schon gewarnt hatten. Es gibt auch hier wieder Warp-Stationen, so wie vorhin bei dem Gras, die aber, glaube ich, bei dieser Mission noch nicht funktionieren, sondern erst bei der nächsten. Daher probieren wir es gar nicht erst. Ich werde es euch dann ein anderes Mal zeigen, wo die sind. Oder, ja gut, erwähnen kann ich es ja schon mal, weil bei der zweiten Mission dürfen wir sie auch nicht benutzen. Hier, wenn man sich da reinstellt, dann kann man sich nach oben warpen lassen. Ich probiere mal, ob das geht. Ach, es geht sogar. Okay, ich dachte, das würde in der ersten Mission nicht gehen. Ja, okay, okay, okay. Aber wir gehen zurück. Ich will euch halt den ganzen Weg zeigen. Das soll hier kein Let's Play sein, das richtig schnell abläuft. Zwar könnte ich richtig abgehen, weil das Spiel jetzt nicht so schwer ist oder ich es halt einfach schon zu oft gesuchtet habe. Aber ja, wir wollen das Ganze ja ein wenig genießen. Trotzdem soll es nicht failig werden, sondern ein bisschen skillig. Aber das sehen wir dann alles schon, wie es so abläuft. Genau, da oben ist er schon, der König Bob-Omb. Der sieht richtig geil aus. Schaut ihn euch an, wie geil der glitzert und wie schön die Krone aussieht. Ich bin König Bob-Omb, Herrscher über alle Bomben und Gebieter der Explosionen. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Dein Ende ist gekommen. Oder bist du etwa der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Niemals! Ja, ist natürlich sehr blöd, wenn er mir schon mitteilt, wie ich ihn besiegen kann, aber naja, muss er wissen. Übrigens, eins finde ich extrem unlogisch bei diesem Kampf. Und zwar, wenn man Folgendes macht, ihn packt und jetzt zum Beispiel hier runterwirft, dann fällt er ja richtig weit runter, ne? Aber zum einen kann er 5000 Meter hoch springen und zum anderen kommt jetzt diese Message. Na? Hey, es ist gegen die königlichen Regeln, den Herrscher aus dem Ring zu werfen. Okay, dann halt nicht. Aber im Gegenzug, das hier tut ihm weh. Oh! Ist klar, ne? Jetzt hat er ein Leben verloren, aber der Wurf von 800.000 Metern runter, das hat ihm nichts abgezogen. Hey, was drehst du dich so hässlich mit, Alter? Was soll denn der Scheiß? Jetzt kann ich ihn wieder packen. Der wird wohl sehr schnell müde. Bam! Drei Leben hat er. So, jetzt lasse ich ihn mich mal fokussieren, aber dann ist Schluss. Und down, mein Freund. Der ist richtig abgehoben, seitdem er den Stern hat, aber das wird sich nun wieder ändern. Oh, wie? Du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ich gebe dir diesen Stern, um dir meine Demut zu beweisen.
trage ihn mit Stolz. Wenn du mich wiedersehen willst, wähle den ersten Stern des Kursmenüs an. Bis dann. Oh! Also die Schrift des Spiels finde ich jetzt nicht so gut. Auch im Original nicht. Aber der Stern. Oh, der sieht so richtig schön shiny aus. Seht ihr das? Einfach geil. Her damit. Yeah! Unser erster Stern. Ich finde es aber auch nicht so passend, dass er gesagt hat, ja, wenn du mich wiedersehen willst, dann wähle die erste Mission im Kursmenü aus. Speichern und weiter, ja. Manchmal kriegen wir so eine Message, wenn man einen bestimmten Erfolg hat. Mit einem Stern können wir ja schon die eine oder andere Tür öffnen. Du hast einen der gestohlenen Powersterne gefunden. Damit kannst du einige versiegelte Türen öffnen. Versuch's mal im Zimmer der Prinzessin im ersten Stock oder in Wumms Festung im Erdgeschoss der Vorhalle. Halte Bowser auf und rette uns und die Powersterne. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Ich glaube, das sagen Toads oder so. Weil die sind natürlich auch alle gefangen genommen. Manche stehen aber noch im Schloss und geben einem wichtige Tipps oder auch mal einen Stern. Wir gehen jetzt aber erstmal wieder zurück und machen Mission 2. Besiege den schnellen Cooper. Ich glaube, es gibt 6 Sterne pro Welt und einen Münzstern, also wo man 100 Münzen sammeln muss. Ja, den Shit gab es schon damals. Jetzt können wir, glaube ich, auch die Kanone öffnen. Wir sind friedliebende Bob-Oms und mögen keine Kanonen. Wir stellen sie dir aber gerne für Luftreisen zur Verfügung. Alle Kanonen dieses Kurses sind für dich präpariert. Guten Flug! Vielen Dank! So, und jetzt sind alle Kanonen in diesem Kurs offen. Wie gesagt, später gibt's das auch. Da sind die Bob-Oms aber nicht unbedingt neben der Kanone, sondern schon einigermaßen schwer versteckt. Und auch manchmal nur in bestimmten Kapiteln auffindbar. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Du kannst mit ihrer Hilfe die schwebende Insel erreichen. Benutze den Analogstick zum Zielen und feuere die Kanone mit dem A-Knopf ab. Akrobaten bevorzugen Bäume zur Landung. Ja, das ist dann natürlich ziemlich skillig. Werden wir dann bei der Insel probieren. Weil da ist bestimmt was oben. Herzlichen Dank, Mario. Du hast es diesen Tyrannen gezeigt, aber dein Kampf hat gerade erst begonnen. Andere Fieslinge besitzen weitere Sterne, die dir die Wege zu neuen Welten öffnen. Allerdings musst du sie zuerst besiegen. Meine Bob-Omb-Kollegen wissen bereits Bescheid. Sprich mit ihnen und du darfst bestimmt ihre Kanonen benutzen. Manchmal gibt's auch Rechtschreibfehler. War wohl früher üblich. So, dieser Cooper hier, der möchte jetzt gegen mich antreten, ist aber ein friedlicher Cooper. Hey Mario, stimmt es, dass du König Bob-Omb während eines harten Kampfes besiegt hast? Naja, hart war es jetzt nicht, aber ja. Du scheinst ganz schön was auf dem Kasten zu haben. Aber glaubst du, es reicht auch für mich? Bist du schnell genug, um mich zu schlagen? Ich würde sagen, du siehst nicht danach aus. Wie wär's mit einem Rennen zur Bergspitze, um herauszufinden, wer der Schnellere ist? Fertig? Jo. So, wer jetzt aber meint, er ist ganz schlau und nutzt die Kanonen oder irgendwelche Warp-Positionen wie da beim Blumenbeet, vergesst es. Man wird sonst disqualifiziert. Ist echt so. Das hat mich richtig abgefuckt als Kiddy. Ich habe das nämlich immer gemacht und nicht verstanden, warum er gesagt hat, ey, du hast verloren, weil ich konnte, glaube ich, damals noch nicht lesen oder so. Obwohl, nee, kann nicht sein, das war ja schon, oder? Oder doch? Weil ich hatte nämlich zu meiner Einschulung in meiner, wie heißt denn das da? Oh, Gegentreffer. Man kriegt doch da immer so eine Tüte, so eine Erstklass-Tüte oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall habe ich zur Einstellung den N64 bekommen mit Donkey Kong 64 und Super Mario 64. Und soweit ich weiß, konnte ich noch nicht lesen, bevor ich in der Schule war. So wie die meisten wahrscheinlich. Ja doch, dann wird es tatsächlich so gewesen sein, dass ich nicht verstanden habe, warum der Typ mich immer disqualifiziert hat. Ich habe ihn angeschaut, gib mir den Stern, du Arschloch! Und er wollte es einfach nicht geben. So, der müsste jetzt da unten irgendwo auftauchen, weil er ist ziemlich lahm. Aber er selbst benutzt übrigens Cheats, ne? Der läuft nämlich diese steile Wand hoch, diese weiße. Sieht man jetzt nicht, aber da im Anfangsbereich, wo die Bob-Oms sind. Die da unten. Die läuft da hoch. So ein Drecksack. Aber ich darf keine Abkürzungen nutzen. So, jetzt bin ich hier oben. Hallo, kommst du mal? Wo ist denn der Kerl? Warum sieht Mario eigentlich gerade so hässlich aus? So zusammengedrückt. Na, das täuscht bloß. Hallo, soll ich hier Wurzeln schlagen oder was? Oh, du Lusche. Aber bleib bitte auch hier stehen, weil ich habe es auch schon mal erlebt, dass ich alles richtig gemacht habe und dann trotzdem verarscht wurde. Ich stand irgendwo dort links hinten und er war da bei der Fahne, obwohl ich schon längst da oben war und er hat gesagt, ja, was verkackt.
Boah, du hast mich geschlagen, Alter. Das grenzt an Wunder. Hier, du hast ihn verdient. Yeah, da ist der Stern. Und wie ich den verdient habe. Yay. So, 2 Sterne sind es jetzt schon. Gibt es eigentlich auch eine Tür mit 2 Sternen? Ich glaube nicht. Erst wieder mit 3. Und ich würde sagen, wir sammeln weitere Sterne in den nächsten Parts. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses epische Let's Play. Wäre sehr, sehr nett, wenn ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen könnt. Und natürlich wieder einschaltet bei Part 2. Bis bald.